kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer. So sagt der Prophet Zacharja Jahrhunderte vorher das Kommen des Gottessohnes voraus, dass wir Advent an Weihnachten feiern. Ganz herzlich willkommen heute zu unserer Adventsmusik. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind, liebe Gäste aus nah und fern, Sie liebe Zeichner. Und ich danke euch, liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Bläserinnen und Bläser, euch, liebe Mitwirkende, dass ihr heute diese Musik mitgestaltet. Und wir beten hören auf die Worte aus dem 24. Psalm. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.
zum Heil der Menschen. So lesen wir es seit über 42 Jahren vor dem Haupteingang dieser Kirche. Da ist klar gesagt, wozu unsere Kirche da ist. Es ist ein Haus, dem es zuerst um die Ehre Gottes geht. So war es, so ist es bis heute. Wir haben unsere Vorfahren mit Worten und Liedern Gott Dank gesagt und ihn geehrt für den Dank, Segen, für eine gute Ernte, für Bewahrung und Gewehr. Da haben sie auf das alte Trostkreuz und auf die Krippe geblickt und staunend begriffen, wie nahe Gott in Jesus Christus der Welt gekommen ist. Wir vertrauten und vertrauen Eltern in der Taufe ihre Kinder der Gnade unseres Gottes an. Wir haben Menschen Trost gefunden in Leid. Wir werden mit der Stimme und mit Instrumenten, Liedern und Musikstücke zu Gottes Ehre dargebracht. Aber diese Kirche ist eben zugleich auch ein Haus zum Heil der Menschen. Ein Haus, in dem Menschen Gott und einander begegnen können. Dieser Kirchenraum ist geradezu eine Einladung zur Begegnung, zu den ausgebreiteten Armen, die wir kommen. Und von ein paar solcher Begegnungen mit Menschen erzähle ich in diesem Jahr zu den Adventsmusiken. Die Begegnung, von der ich heute erzählen will, kann ich auf den Tag genau benennen. Sie geschah am 10. Dezember 2015. So zwei, drei Wochen vorher erhielt ich einen Anruf einer beredten Dame. Ja, hier ist die Sächsische Staatskanzlei. Der Herr Ministerpräsident, damals noch Stanislaw Tillich, möchte mit seinem Freund, einem kanadischen Botschafter, gern ihre Kirche besuchen. Einige Einzelheiten wurden besprochen, die genaue Zeit ausgemacht, Stillschweigen gelobt. Alles wurde genau durchdacht. Unsere Tochter Eleonore sollte als Kommendekind dabei sein. So kam euch noch Herr Tobias Braun die Orgel spielen. Anstatt meiner leicht verschlissenen Bergmannstracht, die ich im gleichen Zustand heute immer noch zu Führungen trage, hatte ich mir eine ganz besonders gute Tracht bei unserem Bergmeister ausgeliehen. Als der Tag kam, da war ich ganz schön aufgeregt, wie ich sonst nur vielleicht beim Zahnarzt kenne. Eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin tauchten dann die Sicherheitsleute auf, gaben noch letzte Instruktionen und fast auf die Minute genau fuhr dann der Kleinbus mit Stanislaw Tillich, seiner Frau und dem befreundeten Ehepaar aus Kanada hier an der Kirche vor. Interessiert lauschten die vier der Führung im Gesang. Ein kurzes, nettes Gespräch schloss sich an, ein paar Fotos wurden gemacht. Und dann ging es für die Gäste zum nächsten Termin. Bis heute ist für mich Stanislaw Tillich ein Mann, der mir sehr sympathisch ist. Wir sind uns dann auch noch ein paar Mal wieder begegnet. Aber trotzdem werde ich nachdenken, welcher Mensch verdient eigentlich so eine Vorbereitung und solche Aufregung? Dann denke ich daran, wie Jesus, der Herr über alle Welt, einst begrüßt wurde. Einige waren vielleicht auch ganz schön aufgeregt, legten ihm bunte Tücher und Palmenzweige aus, das was heute der rote Teppich wäre. Sein Kommen, das war schon lange angekündigt, Jahrhunderte vorher, nicht durch die Staatskanzlei, sondern durch die Propheten. Aber Sicherheitsleute lehnt Jesus ab. Als sein Jünger Petrus sich zum Security-Mann aufschwingen will, da verbietet es Jesus. Und die ihm zustehenden mehr als 12 Legionen Engel, die setzt er nicht ein. Er setzt sich vielmehr allen Gefahren dieser Welt aus. Er verliert sein Leben. Aber gerade das ist der Weg, der ihn schließlich zum höchsten Thron aufsteigen lässt. Er hat sich erniedrigt, darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, sagt die Bibel.
wenn ihr kommt und er bei dir einkehrt, dann soll es keine kurze Episode sein, sondern Auswirkung für immer. Dann möchte er bei dir bleiben, möchte bei dir ruhen. Ich frage mich immer wieder, ich frage heute auch dich, bist du auch so aufgeregt wie beim Ministerpräsidenten, wenn der Herr aller Herren und König aller Könige sich bei dir ankündigt? Suchst du auch ein tolles Fest gleich aus? Ja, ist es wert, dass du ihn mit dem Besten, was dir möglich ist, empfängst, dass du ihn bei dir einlässt. Und deshalb ist mir die alte Adventsbitte der Kirche so wichtig. O lieber Herr und Gott, wecke uns auf, dass wir bereit sind, wenn dein Sohn kommt, ihn mit Freuden zu empfangen und dir mit reinem Herzen zu dienen.
unser Gott, wir danken dir für diese wunderbare Zeit des Advents. Wir danken dir für dein Kommen, deine Nähe. Und wir danken dir für alle Möglichkeiten der Begegnung mit Menschen. Mit jungen, alten, mit bedeutenden und ganz einfachen Menschen. Lass uns den Menschen die Würde sehen, die du ihnen gegeben hast. Sei du bei den Kranken, bei den Trauernden und Trauernden. Gib du denen Kraft, die in diesen Tagen in besonderen Aufgaben stehen. Und komm du immer wieder mit deiner Freude in unser Herz, unser Leben. Breite deinen Frieden aus, bei uns und überall in der Welt. Und so beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich der Allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.